zieht man Humanstudien, die Ergebnisse aus Humanstudien ran und betrachtet hier in diesem besonderen Falle Azithromycin, dann ist das Ergebnis letztendlich für die Grenzwertfestlegung günstiger. Das bedeutet, von dem Stoff kann letztendlich mehr aufgenommen werden. Und das bedeutet weiterhin, dass zum Beispiel die Rückstände, die auf Lebensmitteln erlaubt sein dürfen, höher sein dürfen, als wenn man nur Ergebnisse aus dem Tierversuch herangezogen hätte. Denn wenn direkt am Menschen getestet wird, kann man den Sicherheitsfaktor streichen. Der ist vorgeschrieben, wenn nur an Tieren getestet wird. Die Folge, dank Menschenversuch, die erlaubte Menge des Pestizids steigt. Als Bayer auch in Amerika Menschenversuche einreichte, rief das, anders als in Europa, Umweltaktivisten auf den Plan. Die einzigen, die von diesen Menschenstudien profitieren, sind die Unternehmen, die sie in Auftrag geben. Diese Studien sollen dafür sorgen, dass mehr Pestizide in Lebensmitteln und Wasser erlaubt wird. Es ist offensichtlich, dass die Allgemeinheit keinen Nutzen davon hat, ebenso wenig die Testpersonen. Bei Medikamententests ist das anders. Da können die Probanden oder Kranke von der Studie profitieren. Aber bei einem Pestizid, da wird Menschen absichtlich ein Gift gegeben, um zu sehen, wie viel sie vertragen können. Menschenversuche werden nach Recherchen von Frontal 21 bei Pestizidherstellern immer beliebter. Im Auftrag von Bayer etwa wurden Versuchspersonen in Holland ein radioaktiv versetztes Insektizid auf die Haut aufgetragen. Andere Versuchspersonen inhalierten das Insektizid Cyflutrin. Es findet sich etwa in dem Insektenspray Blatanex von Bayer. Auch diese Studie stammt von der Privatklinik in Veresk und stützt sich auf Versuche mit Freiwilligen, die für, so wörtlich, medizinische Forschung geworben werden. Erst Jahre später, nach Zeitungsberichten, versteht er, dass er kein Medikament, sondern ein Pestizid für Bayer geschluckt hat. Die Versuche lohnen sich für die Pestizidhersteller. Ihr Absatz steigt mit dem Nachweis, dass Menschen mehr Insektengift vertragen können als bislang angenommen.